Ich grüße euch Sportsfreunde. In diesem Video geht es um das Mega MSM von Cytec Nutrition. Diejenigen, die wahrscheinlich sich mit diesem Thema MSM schon mal befasst haben, sind wahrscheinlich ein Fan davon. Ansonsten wird dieses Video etwas erklärungsbedürftig, vielleicht auch etwas theorielastiger. Hinter dem Kürzel MSM verbirgt sich Methylsulfonylmethan, also eine Abkürzung MSM. Das ist eine organische Quelle von Sulfat und in einer Größenordnung von 800 Milligramm pro Kapsel hier enthalten. Warum kennen sich manche Leute damit aus und warum feiern das auch viele Leute, wenn man so im Internet mal nachliest, was MSM so kann, wie es wirkt und so weiter und so fort? Das hat zum einen damit zu tun, dass es diesen Trend der Stoffwechselkur gibt. Also diejenigen, die eine Stoffwechselkur machen, die arbeiten immer mit MSM. Ansonsten natürlich auch viele, die sagen ja, als Bodybuilder, als Athlet nimmt man auch sehr viel Eiweiß zu sich. Genau da sollte man dann MSM dazu packen. Das sind alles verschiedene Ansätze, die haben miteinander auch wenig zu tun. Wenn man sich so die Studienlage anguckt, gibt es natürlich auch einige Studien, die darauf hinweisen, dass es tatsächlich für Regenerationsphasen, auch gerade für die Gesundheit, sinnvoll ist. Ansonsten natürlich, wie die Wissenschaft immer, man kann sich streiten und welche Studie jetzt hier am Ende die beste ist, das kann ich euch auch nicht sagen. MSM wird gerne als Gelenksupplement verwendet, also als Regenerationssupplement in erweitertem Sinne sozusagen als Kraftsportler. Sollte natürlich klar sein, unser Gelenkapparat steht tagtäglich vor enormen Belastungen. Aus meiner Sicht ist es eine gute Sache, auch gerade im Verbund zum Beispiel mit Glucosamin. Also da gibt es ja auch einige Supplemente, die eben beispielsweise Glucosamin und MSM enthalten, auch von Scaltech Nutrition, das Atoxon Plus. Hier ist eben die Möglichkeit, das MSM als Monosupplement einzunehmen. Laut Verpackung soll man davon eine Kapsel nehmen, also 800 Milligramm. Ich kenne da so einige, die nehmen davon 3 Gramm. Das wären dann ungefähr 4 Kapseln. Das ist natürlich am Ende die eigene Entscheidung. Manchmal sagt man sich ja, mehr bringt auch ein bisschen mehr und kann dann davon auch nicht schaden. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, gar nicht mehr so viel als Kapselprodukt. Natürlich besonders einfach einzunehmen, gut zu dosieren und so hoch zu dosieren, wie man möchte. Ansonsten war es das soweit von mir. Zum MSM findet ihr bei uns im Muskelmachershop.de und wir sehen uns dann einfach im nächsten Review wieder. Ja, macht's gut, viele Grüße, euer Simon.